Bernd Rumpf, deutsche Stimme von Liam Neeson, Alan Rickman, leider tot, Ciaran Hinds, Alfred Molina und einigen anderen. Vor allen Dingen aber wahrscheinlich wiedererkennbar als Stimme von Liam Neeson. Mit ihr will ich meine... ich muss auf 4 anfangen. Hier will ich meine Metalle. Mit ihr will ich meine mentale Probe die Nase aufrühren. Das ist eine sehr lustige Geschichte. Ich habe sehr lange in der Schweiz gelebt und gearbeitet und war sehr froh, dort die Filme original zu sehen. Hab dann immer so ein bisschen gependelt, halbes Jahr hier, halbes Jahr Schweiz, war am Renaissance-Theater jeweils engagiert und alle Kollegen sagten, du musst synchron machen. Und ich habe gesagt, ich habe gar keine Lust, mich an diesem Red Race zu beteiligen und ich bin so froh, dass ich die Filme original sehe und sowas. Und dann war ich mit meiner Frau, die auch Schauspielerin ist, zusammen hier. Und innerhalb des halben Jahres platzten uns 3 Verträge in der Schweiz. Die waren einklagbar, aber das hätte gedauert. Meine Frau sagte, gut, Schluss mit deinen künstlerischen Bedenken, jetzt wird synchronisiert. Sie rief einen, und jetzt lasse ich die Namen alle weg, einen damals sehr aktiven Synchronregisseur und Synchronautor, der eine sehr wichtige Serie schrieb, an, den sie kannte von ihrem Anfängerjahr am Theater. Dort war er ja Intendant gewesen. Und sagte, also, wir möchten jetzt synchronisieren. Worauf er sagte, habt ihr denn schon Erfahrung? Sagte sie, nein, aber werden wir bald haben. Ein Kollege, der uns angeboten hatte, uns da mal reinzubringen, gab uns einen Termin bei, das hieß damals Menge Masse, heute heißt es Ensemble. Wir waren da 2,5 Stunden im Atelier, haben nichts kapiert. Meine Frau rief jenen besagten Regisseur dann an und sagte, also, wir können das jetzt. Und er sagte, ja, für Frauen habe ich gerade nichts, aber für deinen Mann hätte ich eine Rolle. Er soll doch mal die und die anrufen. Sie sagte, nein, nein, wir haben uns geschworen, wenn wir einen neuen Job anfangen, werden wir angerufen. Daraufhin muss besagte Firma geglaubt haben, ich sei total erfahren, riefen mich an. Sie rief jenen wieder an und sagte, es hat geklappt, der Bernd kommt nächste Woche am Dienstag. Er sagte, das ist ja toll, jetzt gib ihn doch mal am Telefon, damit ich seine Stimme höre. Also völlig absurd, dieser Vorgang. Ich kam hin und hatte als erstes eine Rolle über ungefähr 10 Episoden, ein Lover einer Hauptfigur. Und hatte als allerersten Termin knappe 100 Takes mit dieser weiblichen Hauptfigur zusammen, einer sehr erfahrenen Sprecherin. Und als ich beim dritten Take sagte, darf ich den noch mal sehen, machte es neben mir. Und ich dachte, auf, ja. Es ging aber gut. Ich stellte fest, ich habe das Talent dafür und es macht mir Spaß. Und hinterher habe ich überlegt, wie kommt der drauf, mir eine so wichtige Rolle zu geben, obwohl er überhaupt nicht weiß, wer ich bin, auch meine Stimme nicht gehört hat. Und dann wurde mir klar, als Intendant meiner Frau vor vielen Jahren war er hinter ihr her gewesen, wie der Teufel hinter der armen Seele. Sie hatte ihn nicht dran gelassen. Und da hat er sich gedacht, der Typ, den die geheiratet hat, der muss richtig gut sein als Lover. Und so kriegte ich diese Rolle. Also es hat sich gewaltig verändert, natürlich durch die Einführung des digitalen Zeitalters. Man hat damals in einem Film, wenn man also um 100 Takes sprang, da konnte man rausgehen, eine Zigarette rauchen und dann war der Film immer noch nicht an der Stelle. Heute hat man gar nicht so schnell hingeblättert, wie das schon kommt. Der Nachteil ist, dass man kaum noch direkten Kontakt zu Kollegen hat. Ich halte das für nicht ganz so schlimm wie die meisten Kollegen, weil da wir ja immer auf ein Mikrofon sprechen, ist es ja sowieso nie ein direkter Dialog gewesen, sondern immer über eine Bande. Der Vorteil des jetzigen Arbeitens liegt darin, dass sich der Rhythmus des Ateliers nach dem jeweiligen Sprecher, der ja völlig alleine da steht, richtet. Das heißt, man muss nicht den Rhythmus unterbrechen, wenn ein Kollege Schwierigkeiten hat, der zwischendurch dran ist oder sonst irgendwas. Man muss auch nicht, wie es ganz am Anfang war, in einem Take plötzlich 2, 3 oder sogar 4 Leute aufeinander sprechen, immer schauen, ist der jetzt zu spät, muss ich die Verzögerung beihalten, kann die Cutterin da noch zurechtkommen, sowas. Also das sind Vorteile, macht es schwieriger für die Regie, weil man natürlich den Dialog im Hinterkopf behalten muss, den man nicht direkt hört, sondern möglicherweise im Anschluss, möglicherweise aber auch nur eine Spur erstmal belegt ist und man dann sagt, ah, der andere wird dann so und so antworten oder so und so fragen. Das verlangt sehr viel mehr Konzentration, weswegen es heute auch für Quereinsteiger fast unmöglich ist, noch richtig reinzukommen ins Synchron, weil das Arbeitstempo so hoch ist und so stressig ist. Aber wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile.
Ja, doch, doch. Und zwar nicht im Sinne von, jetzt entgeht mir eine Einkommensquelle, sondern man hat ja doch ein individuelles Verhältnis zu demjenigen, den man spricht, wenn das über einen längeren Zeitraum geht. Wobei ich sagen muss, es ist so, je besser der Schauspieler ist, den man synchronisiert, desto leichter ist es eigentlich. Der macht keine Zicken, der macht keine falschen Pausen, der macht eine ganz klare Ansage. Und jetzt haben wir das Problem, wenn ich jemanden synchronisiere, nehme ich ihm was ganz Wesentliches weg, seine Stimme. Und ich kann seine Stimme, wenn ich in der Lage bin, es so zu modulieren und der Tonmeister gut mitspielt, und das, was er spielt, einigermaßen erreichen. Ich schätze im optimalen Falle bis an die 80%. Mehr ist fast nicht zu machen, weil man diese Unmittelbarkeit nicht hat. Wenn man aber mehr schafft, dann drängelt sich auch wiederum die Stimme vors Gesicht, was auch falsch ist, nach meiner Meinung. Aber es ist so, dass man bei Schauspielern, die man längere Zeit kennt, immer weniger auf die Mundbewegungen achten muss, was man sonst beim Synchron ja macht, sondern eigentlich nur ins Gesicht schaut oder in die Augen, weil man schon weiß, den Rhythmus hat er, so wird er es machen. Also ich wusste, ich bin vorgeschlagen für ein Casting und ich wollte Rickman gerne sprechen und habe dann folgenden Trick angewandt. Ich habe mir die DVDs besorgt von den ersten Harry Potter Filmen, die Halvor gesprochen hat, und habe mir aber gar nicht das englische Original angehört. Ich habe mir Halhuber angehört, weil ich dachte, die Redaktion will sicher eine Stimme haben, die sehr ähnlich klingt. Und das ist dann gelungen. Ich habe Liam Neeson dann zum ersten Mal gesprochen in Nell. Dann ging es ein paar Jahre hin und her zwischen Helmut Gauss und mir, je nachdem, welcher Verleih ihn hatte. Und dann entschied es sich bei Star Wars, Prequel, die dunkle Bedrohung. Da gab es nochmal ein allgemeines Casting und das habe ich nun halt gewonnen. Und weil das dieser Blockbuster war, war ich ab da gesetzt. Obwohl ich also sagen muss, es ist nicht sein bester Film gewesen. Er machte etwas, was eigentlich sonst nur schlechte Schauspieler machen. Er macht vor jedem Satz, und die haben das nie rausgeschnitten. Und das liegt daran, er hat mal ein Interview gegeben in London, musste sich am nächsten Tag ganz furchtbar dafür entschuldigen, wo er gesagt hat, er macht sowas nie wieder, er hätte da mal einen richtigen Beruf gelernt und die hätte er immer nur auf irgendwelchen Holzgerüsten gesessen. Man hätte ihm nie erzählt, wie dieses Wesen aussieht, freundlich oder nicht freundlich, zu dem er da sprechen muss. Und dann hat es immer geheißen, Action. Und er hat also missmutig gesessen, es hieß Action, hat gemacht und dann hat er angefangen und die haben das nie rausgeschnitten. Typischer Neeson-Film ist, ja, komischerweise gar nicht mal so sehr die Actions, die drin sind, sondern er hat eine große Fähigkeit, psychologisch mehrere Ebenen gleichzeitig zu spielen. Es ist immer so, dass man sich überlegt, was ist das für ein Mensch, was will der, worauf läuft das raus? Man weiß auch nie, wird er gewinnen, wird er verlieren? Also nie eine eindeutige Geschichte. Ja, das war so, ich hatte Kinsey, ein sehr guter Film von ihm, der leider nicht sehr lange im Kino war, synchronisiert. Vorgeschichte. Als wir noch in der Schweiz waren, haben wir den letzten Film gesehen, den er in Irland gedreht hat, bevor er nach Hollywood ging. Im Original natürlich, der Film hieß Lamp, der ist nie synchronisiert worden. Und wir haben uns den Namen von diesem Schauspieler gemerkt, weil wir den so fantastisch fanden. Nun, x Jahre später, spreche ich ihn also, Kinsey, und Kinsey kommt zur Berlinale, ist ein paar Jahre her, außerhalb des Wettbewerbs. Meine Frau bedrängt die Produktion, wir müssten doch unbedingt da Karten kriegen, weil sie will ihn kennenlernen. Die sagt, nein, wir kriegen keine Karten. Daraufhin ruft meine Frau täglich die Festivalleitung an und ist, glaube ich, ein Samstagabend, wo das da war, wenn die Bären verliehen werden und sowas. Am Donnerstag sagten die also, ja, sie kriegen zwei Karten. Meine Frau glücklich sagte, Mann, ich schwitze immer, dann fallen mir die Haare runter. Ich laufe ins KDW und hole mir so ein paar künstliche Strähnchen, die ich da applizieren kann. Geht in diese Haarabteilung rein, sagt, passen Sie auf, ich gehe hier nicht wieder raus, ohne was zu kaufen, aber es kann dauern. Wir gehen über den roten Teppich. Irgendjemand sagt, schöne Frisur, meine Frau wuchs. Und dann waren Tausende von Fotografen und wir standen und warteten und warteten. Und ich sagte, der wird als Letzter kommen, der wird Interviews geben und außerdem interessiert es den doch überhaupt nicht, wer seine deutsche Stimme ist. Also, wir wurden dann, man sah, wie er hinten kam, Interviews gab, und dann wurden wir reingetrieben, wir waren die Letzten, die nicht dran waren.
Wir hatten nun zwei Plätze im vorderen Bereich, eigentlich der VIP-Bereich, wo die Leute sitzen, die einen Bären bekommen. Und dann gibt's natürlich freie Plätze. Und davon hatten wir zwei. Und da wir als Letzte reinkamen, saßen wir in der ersten Reihe Mitte. Da saß nämlich keiner, weil davor stehen die Fotografen. Man konnte also nur über den Screen sehen, was ist. Dann kam er auch rein, er verlieh ihnen einen Bären, dann ging weg und dann gehen die auf der Bühne in den VIP-Bereich, in der Nullgasse. Dann war Pause, Schnittchen, Prosecco und dieser ganze Quatsch, der da passiert. Dann kam der Film. Unterdessen waren wir die Einzigen, die vorne saßen, weil die Fotografen waren schon weg zu den ganzen Locations. Die ganzen Bärengewinner waren auch schon weg. Der Film mit Überlänge lief, dann kam wieder Frau Engelte, interviewte ihn und den Regisseur. Dann war Schluss und die gingen alle wieder nach rechts ab. Meine Frau blieb enttäuscht sitzen und dann sah ich, da war ein Stau. Die kamen nicht so richtig von der Bühne runter. Ich dachte, na gut, also ich probiere das jetzt mal. Ich ging auf ihn zu, er war im Gespräch mit irgendjemandem. Wir waren overdressed, ich hatte ein Smoking an. Daraufhin ließ mich der Security vorbei, weil er dachte, ich gehöre zur Festivalleitung. Und ich sagte, Mr. Neeson, may I have a word with you? Und er guckte so zu mir. Ich wusste wirklich nicht, was ich sagen sollte. Und mir fiel dann nur der Satz ein, proud to dub you. Und jetzt kommt, das ist einfach ein Spitzenprofi, wie die ganzen Hollywood-Leute. Er sagte, oh, you're that. I've heard of you. Was natürlich gelogen war. Aber nun konnten wir 2 Minuten uns unterhalten. Meine Frau kam dann dazu mit ihrem sehr viel schlechteren Englisch als meinem. Und wir konnten ihm erzählen, dass wir diesen letzten irischen Film kannten. Also wir hatten 2 Minuten, ein sehr nettes Gespräch. Dann musste er natürlich irgendwo hin. Küsste meine Frau links und rechts zum Abschied und sie schwebte aus dem Saal. Ja, also humanistisches Gymnasium mit 9 Jahren Latein und 7 Jahren Altgriechisch zahlt sich dann manchmal aus. Das ist eine Basis für alle romanischen Sprachen und ich habe da auch eine spezielle Begabung. Ich kann recht gut Italienisch, kann recht gut Spanisch, unterdessen auch Französisch, obwohl ich das nicht gelernt habe. Also das fällt mir einigermaßen zu. Wenn wir von Casino Royale sprechen, bin sehr stolz darauf, dass ich Giancarlo Giannini, den ich auch immer verehrt habe, so spät dann noch sprechen durfte, kann mich an eine lustige Geschichte erinnern. In dem zweiten Bond-Film, in dem er mitgespielt hat, Bond besucht ihn in der Toskana und er hat gerade eine Freundin zu Besuch, die sich sonnt und dann reden die beiden und er sagt der Freundin irgendwas wie, du kannst dich da drüben sonnen gehen oder hol doch mal einen Wein oder irgend sowas. Ich weiß nicht mehr, was genau was ist. Und wir gucken uns diese Takes an und ich sag, das hat er auf Englisch nachsynchronisiert. Der spricht Italienisch. Und da ja klar war, was der Inhalt der Sätze sein wollte, kam ich auch drauf, was er auf Italienisch sagt. Und dann sagt mir, na, da sowieso klar ist, was er sagt, kann er es auch Italienisch sagen. Also habe ich diese paar Takes auf Italienisch synchronisiert, statt auf Deutsch. Muss allerdings sagen, dass er natürlich, weil er den ganzen Rest auf Englisch gesprochen hat, natürlich auf Englisch einen sehr viel langsameren Rhythmus hatte als in seiner Muttersprache Italienisch. Also es war eine ziemliche Ackerei, dieses Italienisch auf die Schnelle hinzukriegen. Ich habe ja das Glück, dass ich sehr viele von wirklich wichtigen Filmen mache. Da ist es sehr erwünscht, dass ich mir den Film vorher angucke. Das tue ich auch nach Möglichkeit. Aber der normale Mainstream, also Fernsehserien oder sowas, ist natürlich der, dass man weiß, um was es geht. Sich ein paar Takes, wenn man den Schauspieler noch nicht kennt, ein paar Takes anguckt, so dass man weiß, so ungefähr ist der im Rhythmus und so weiter. Aber ansonsten kommt man rein, guckt auf den Take, guckt, wann ist man dran, wie lange geht und je nachdem, wie begabt man dafür ist, spricht man dann sofort drauf oder auch nicht. Ja, ist eine andere Geschichte. Man ordnet sich nicht demütig unter und versucht zu vermitteln, was der Kollege gemacht hat, sondern man kann die eigene Kreativität ein bisschen walten lassen. Wobei, lustige Geschichte noch, nicht ahnend, dass ich jemals synchronisieren würde, habe ich irgendwann in den 70er Jahren, wo ich beim Radio Zürich einige Hörspiele mitgemacht habe, gab es eine Stelle, und da sind also ziemlich große Ateliers, es war eine Kunstkopfproduktion und der Regisseur, um das zu überprüfen, hatte die Kopfhörer auf und guckte gar nicht hin durch die Glasscheibe, was man da trieb. Und ich hatte irgendeine Passage, wo ich eine Leiter besteigen soll und wieder runterklettern soll, während ich den Text sagte. Man hatte mir wirklich eine Leiter aufgebaut, so 3 Meter, und dann hat man das Text und ich habe gedacht, das ist doch idiotisch, ich gehe jetzt da rauf und dann flattert mir das Papier runter oder sonst irgendwas. Und habe, während ich las, im Sprechen mitgespielt, dass ich diese Leiter raufgehe und dass ich dann die Leiter wieder runterklettere. So, der Take war zu Ende. Der Regisseur kommt rein und hat gesagt, du, ich war völlig baff, ich habe ja nicht hingeguckt. Und dann, wie du oben bist auf der Leiter, habe ich reingeguckt und gesehen, du stehst immer noch unten.
Also das heißt, dieses Talent, was ich an, als ich angefangen habe im Synchron bei vielen älteren Kollegen, die man im Atelier noch beobachten konnte, bemerkt habe, als man noch Perspektiven im Ton selbst gezogen hat, wie die Kopfdrehungen, kleine Veränderungen mitspielen konnten, stimmlich, fand ich großartig. Eine Sache, die heute nicht mehr nötig ist in der Regel, weil das digital alles so irgendwie bearbeitbar ist. Was einem aber natürlich eine gewisse körperliche Präsenz wegnimmt, die auch sehr wichtig ist für Synchron.